Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Und letzte Woche, da hatte ich meiner Frau den Vortritt gelassen, vielleicht ist euch aufgefallen, da war ich nämlich zu Hause mit den Kindern. Ja, die dürfen ja noch leider nicht kommen, die sind noch zu klein. Und da durfte sie dann hier sein. Aber ich habe am Bildschirm gesessen, die Kinder hatten irgendwie auch noch kurz da gesessen, bis ich sie dann anders beschäftigt habe. Und habe dann aber doch mich so richtig verbunden gefühlt mit euch, euch da zu sehen. Und da begrüße ich jetzt all die, die jetzt am Bildschirm zu Hause sind. Schön, dass ihr da seid, dass ihr mit uns den Gottesdienst feiert. Und ich glaube, ihr seid auch verbunden durch den Heiligen Geist mit uns. Aber wir vermissen euch auch, ich vermisse euch. Also ich freue mich, euch allbald wieder zu sehen hier, wo das alles mal, dieser ganze Spuk, ein Ende hat. So, das brauche ich nachher noch. Ja, also, kennt ihr auch so Momente, wo Gott euer Herz ganz, ganz, ganz besonders tief berührt? Ich habe so Momente, ich bin so ein visueller Typ, also ich habe so Momente oft, wenn ich irgendwie einen Film sehe oder ein Video, wo was drin kommt. Und ich hatte so einen Moment jetzt in dieser Zeit, als ich einen Film mir angeschaut habe über das Leben vom Apostel Paulus. Und ach ja, genau, ich habe ja noch einen Präsenter irgendwo. Das wollte ich euch nämlich auch zeigen. Also nicht den Film, nur ein Bild davon. Ach, falsche Taste. Das, genau, der heißt Paulus, der Apostel Christi. Kennt einer von euch den Film schon mal gesehen? Jürgen, sehr gut. Also, guckt euch den an, der ist echt zu empfehlen. Das ist ein Film, der thematisiert ganz stark, was in unserem menschlichen Herzen drinsteckt, was für eine Sehnsucht da drinsteckt. Und es spielt in der Zeit, also ein fiktiver Film, ist keine Bibelverfilmung, es spielt in der Zeit, wo Paulus im Gefängnis ist in Rom. Und die junge Gemeinde in Rom, die junge Kirche dort, die hat stark zu leiden unter dem Kaiser Nero. Und genau, und Paulus ist auch schon im Gefängnis. Und Lukas, der Arzt, der kommt dann, der schreibt ja die Apostelgeschichte und der schreibt dann so die Geschichte von Paulus. Und dieser Film hat mich auf jeden Fall inspiriert, jetzt in der letzten Zeit, zu der Predigt mit dem Titel »Geschaffen für die Ewigkeit«. Oder ein Leben mit Ewigkeitsperspektive. Das hat leider nicht mehr auf den Screen gepasst. Ein Leben mit Ewigkeitsperspektive. Und letzte Woche, da hatte der Josua ja in seiner Predigt das gestartet mit einer Frage. Ich erinnern könnte, er hat was gefragt. Und das fand ich richtig toll, weil ich habe zu Hause ja gesessen, wie gesagt. Und ich fand toll, ich konnte gleich meine Antwort in den Live-Chat hineinschreiben. Und da habe ich gedacht, das mache ich auch. Man lernt ja nie aus. Ich starte auch mit einer Frage. Könnt ihr jetzt im Stillen beantworten, auf eurem Notizbuch schreiben und zu Hause im Live-Chat. Und zwar die Frage lautet, was ist das Ziel deines Lebens? Hast du eine Vision? Möchtest du was erreichen im Leben? Könnt auch fragen, was gibt deinem Leben Sinn? Warum lebst du? Das ist jetzt ein bisschen schwierige Frage. Ich weiß, also man kann da jetzt nicht Ja, Nein antworten oder irgendeine Zahl. Aber überleg mal, was hat dein Leben für ein Ziel? Warum bist du hier? Hast du was, wo du hin möchtest? Und jetzt habe ich mir überlegt, ja, welchem Ziel jage ich denn so nach? Wo will ich hin? Was macht mein Leben aus? Und ich habe so gedacht, hey, wenn ich an Gott glaube, den Schöpfer dieser Welt, den liebenden Vater im Himmel, und wenn ich an ihn glaube, dann muss ich mein Leben doch eigentlich von ihm her denken. Dann muss ich doch von ihm her mal schauen, was auf mein Leben blicken. Weil er hat mich ja gemacht. Ich habe mich ja nicht selber erfunden. Ich habe mich nicht selber gemacht. Ja, sondern er hat sich mich gedacht und mich gemacht. Und ich glaube, dass er den besten Plan für mein Leben hat. Und ich glaube auch für dein Leben. Ja, Gott hat dich gemacht und er hat einen Plan für dein Leben. Warum du heute hier bist, das hat eine Absicht. Und als Christen glauben wir, dass wir nicht so zufällig hier sind. So ein Zufallsprodukt, irgendwie Evolutionsgeschichte, ups, jetzt sind wir halt hier. Jetzt müssen wir irgendwie schauen, wie wir hier zurechtkommen, bis wir irgendwann wieder von der Bildschirmfläche verschwinden. Also es gibt Menschen, die das glauben wollen. Ja, und klar, wenn man keinen Gott hat. Aber wir müssen das nicht glauben, sondern wir dürfen an den Vater im Himmel glauben, einen liebenden Vater, der einen guten Plan hat mit allem, was passiert, einen guten Plan auch mit mir, auch in schwierigen Zeiten. Wir wollen uns heute ein paar Bibelstellen anschauen, habe ich euch mitgebracht, die uns da ein bisschen was zeigen möchten, die uns lehren möchten, helfen wollen dabei, worauf es wirklich ankommt. Ich möchte starten mit einer Bibelstelle,
wenn ihr Bibeln habt, dürft ihr gern mitlesen. Die steht im 2. Korintherbrief, viertes Kapitel, Verse 16 bis 18. Und dieser Brief, 2. Korintherbrief, es gibt ist ja der erste und der zweite. Es gibt sogar noch mehr Korintherbriefe, aber die stehen nicht in der Bibel. Aber dieser 2. Korintherbrief, der wird gesagt, das ist der persönlichste Brief vom Apostel Paulus. Warum? Weil er da ganz offen der Gemeinde zeigt, woran er zu leiden hat, was ihn beschäftigt, ja, so als Mensch, woran er zu knabbern hat und so. Und gerade im 4. Kapitel, wenn ihr das mal zu Hause lest, dann merken wir, da spricht ganz viel von persönlichen Nöten, Bedrängnissen, von Misserfolgen, Enttäuschungen, Ablehnungen und was ihn alles so beschäftigt, Angriffen. Aber er spricht auch davon, wie Gott ihm und seinen Mitarbeitern in dieser Zeit immer wieder neue Kraft gegeben hat. Ja, warum er sich nicht entmutigen lässt. Und da starten wir jetzt im 16. Vers, 2. Korinther 4, Vers 16. Das ist aus der neuen Genfer Übersetzung. Das sind also die Gründe, weshalb wir uns nicht entmutigen lassen. Mögen auch die Kräfte unseres äußeren Menschen aufgerieben werden, unser innerer Mensch wird Tag für Tag erneuert. Ein bisschen nachgelesen dazu. Äußerer und innerer Mensch, das sind eigentlich so Begriffe, die kommen aus der griechischen Philosophie damals. Ne, und die hat ja so ein bisschen einen Unterschied gemacht zwischen dem Geist, der innere Mensch, und dem Körper, also was schlecht ist und so. Und Paulus macht das aber nicht hier den Unterschied, sondern er sagt, der äußere Mensch, das bin ich. Alles, was ich bin, mein Körper, aber auch meine Gefühle, meine Empfindungen, meine Gedanken, alles das. Und das, was passiert mit dem, der wird aufgerieben. Ja, oder in anderen Übersetzungen heißt vielleicht, der wird zugrunde, der verfällt, der verdirbt. Also all das, durch diese vielen Dinge, die der Paulus auch mitmachen musste, die wir vielleicht auch mitmachen, leiden wir darunter. Auch unsere Gedanken, auch unsere Gefühle kommen da so ein bisschen in die Mühle rein. Aber, was sagt Paulus? Aber der innere Mensch, der wird von Tag zu Tag erneuert. Und was ist der innere Mensch? Im Inneren, was lebt in unserem Inneren? Was wir glauben, im Inneren lebt der Heilige Geist. Jesus, er hat in uns Wohnung genommen. Also in uns lebt Gott selbst. Und das, was in uns innen ist, das kann nicht zerstört werden. Das wird nicht verdorben und was alles so steht. Das bleibt. Und selbst im größten Chaos, für unsere menschliche Vernunft eigentlich durchdrehen müsste und verzweifeln müsste, da dürfen wir sagen und dürfen erleben, dass der Frieden, den Jesus uns schenkt, größer ist und bleibt. Und dass der Geist Gottes in uns bezeugt, wir sind Gottes Kinder. Und nichts und niemand kann uns aus der Hand des Vaters, von der Liebe des Vaters trennen. Viele Bibelstellen. Und Paulus, der das ja auch oft geschrieben hat, der sagt, deswegen lassen wir uns nicht entmutigen. Egal, was um uns herum passiert, wir lassen uns nicht entmutigen. Unser innerer Mensch wird Tag für Tag erneuert. Und dann geht es jetzt weiter im nächsten Vers, Vers 17. Denn die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind nur eine kleine Last und gehen bald vorüber. Und sie bringen uns etwas, was von unvergleichlich viel größerem Gewicht ist. Eine unvorstellbare und alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. Also, was sagt Paulus? Die Leiden, die wir hier durchmachen, die Leiden, Sandra, sind zeitlich begrenzt. Ja? Dein Arm wird irgendwann wieder in Ordnung sein. Die Leiden sind zeitlich begrenzt. Und ich lehne mich ein bisschen aus dem Fenster, weil ich habe jetzt auch nicht so viel Leiden. Aber ich will auch in keinster Weise hier jemandem, der leidet, das kleinreden. Oder sagen, nicht so schlimm, ja, Schwamm drüber und so. Ja, Leiden sind schon schlimm. Aber sie sind zeitlich begrenzt. Vielleicht steckst du gerade mittendrin, irgendwie in einem Leiden. Und für dich kommt es schon so wie eine Ewigkeit vor. Ja, Wochen, Monate, Jahre, das kann zu einer Ewigkeit werden. Ja, manchmal sind auch nur ein paar Minuten schon wie eine Ewigkeit, oder? Wenn man so sich richtig, dann gehen die gar nicht vorbei. Aber was sagt Gott uns? In seinem Wort sagt Gott uns, alles Schlimme, das Leid ist begrenzt. Selbst das Tal des Todesschatten, ja, so heißt es im Psalm 23, das Tal des Todesschatten, in das du vielleicht gerade durch musst, ist zeitlich begrenzt, wird zu Ende gehen. Und es ist im Vergleich zu dem, was dich erwartet, von sehr kleiner Dauer.
Ja? Weil die Herrlichkeit, die uns erwartet, die wird ewig sein. Ich habe euch von diesem Film ja erzählt, Paulus, ein Apostel Christi. Und da kommt so eine Szene vor, die hat mich sehr bewegt, die wollte ich euch kurz weitergeben. Da ist der Lukas, also der Arzt, der wird dann so gefangen genommen und so von den Römern und wird zu den anderen Christen ins Verlies geworfen, zu den anderen Christen, die da sind. Und er weiß schon von Nero, am nächsten Tag werden sie ins Amphitheater müssen. Ja, und wir wissen, dass dort halt die Leute vor die wilden Tiere geworfen wurden und was dort alles passiert ist. Und Lukas weiß das. Und er sagt den Leuten, die da so bei ihm sind, im Gefängnis, sagt er, hey, kommt mal her, wisst ihr was, morgen erwartet uns das und das. Und die natürlich erstmal voll Panik und so und ja, kriegen erstmal richtig Angst. Und dann ruft Lukas sie zu sich und sagt und hilft ihnen, ihr Blick nochmal auf Jesus auszurichten. Auf das, was zählt, auf das, was bleibt. Und dann sagt er ihnen, es ist nur ein Moment des Schmerzens, ein kurzer Moment. Schaut auf das, was euch erwartet. Ein Festmahl in der Ewigkeit, ein Freudenfest in Herrlichkeit. Morgen stehen wir im Amphitheater. Übermorgen sind wir vor Jesus. Und das hat mich sehr bewegt. Als ich das gestern meiner Frau erzählt habe, hat sie gemeint, das ist aber eine makabere Predigt. Ja. Und ich möchte das eigentlich möchte ich euch ermutigen. Ich möchte uns ermutigen, von der Ewigkeit her unser Leben zu sehen. Ja, und ich hoffe, das gelingt mir auch. Diese Szene hat mich auf jeden Fall so bewegt, ja, weil ich bin ja ein visueller Typ. Und warum hat mich das bewegt? Weil ich habe mir gedacht, hey, was ist mir eigentlich wichtig? Worauf bin ich fokussiert? Was ist wirklich wichtig in meinem Leben? Und wie viel bedeutet mir Jesus? Und ich habe gedacht, hey, guck mal, all die Dinge, nach denen wir uns so sehnen und nach denen wir streben, ob es jetzt Reichtum ist, ja, viel Geld verdienen oder Erfolg, dass die Menschen uns ansehen und dass wir irgendwie auf die Schulter geklopft bekommen, Anerkennung, also Dinge, die könnten ein Ziel sein, aber wie schnell ist das vorbei? Und was bleibt? Was bleibt davon in der Ewigkeit? Und wenn ich ehrlich bin, wie wenig befriedigt mich das auf lange Zeit? Also wenn ich jetzt auch Lob und Anerkennung bekomme, das ist schön, aber am Ende und übermorgen zählt doch eigentlich das, was ich weiß, was Gott immer über mich sagt. Augustinus sagte mal, mein Herz ist unruhig, bis dass es Ruhe findet in dir, bis dass es Ruhe findet in Jesus. Dann habe ich mir so gedacht, jetzt so diese schlechten Dinge, die uns mal passieren, ja, also die Nöte, in die wir mal kommen und Sorgen und was und Krankheit und was alles, Trauer. Ich weiß nicht, ich glaube, euch geht es wie mir. Wir versuchen eigentlich, diese Dinge fernzuhalten, oder? Also keiner will irgendwie damit was zu tun haben. Wir wollen eigentlich möglichst schmerzfrei ein Leben haben und wenig jetzt uns damit so beschäftigen müssen. Und doch klopfen sie immer mal wieder an die Tür unseres Herzens, an die Tür unseres Lebens und wollen irgendwie reinkommen. Und da denke ich, wenn es so ist, ja, ich wünsche es keinem von uns, ja, ich wünsche mir auch selber das nicht, aber es wird kommen. Irgendwann werden meine Eltern sterben. Ich weiß es so. Und das wird Momente der Trauer sein. Aber auch dann müssen wir nicht verzweifeln. Egal was kommt, wir müssen nicht verzweifeln. Wir müssen nicht müde werden. In jeder Krise steckt eine Chance, dass wir Gott ganz neu begegnen. In unserer Schwachheit seine Kraft ganz neu erfahren. Ihm begegnen. Und gerade durch diese Leiden, die wir vielleicht durchmachen, das hat auch was Gutes. Also das wollen wir gar nicht so wissen in dem Moment, aber wenn ihr schon mal durch eine Zeit des Leidens gegangen seid, dann könnt ihr das nachvollziehen. Es hat was Gutes, oder? Weil es macht was mit uns. Es bearbeitet uns, es pflügt unseren Boden um. Also Paulus schreibt hier, das Leiden, in dem wir stehen, schafft eine ewige Herrlichkeit. Und dieses Schaffen, was Paulus hier benutzt, das ist eigentlich ein Wort aus der Landwirtschaft, ja, wo es heißt, und das der Boden wird umgepflügt, das Feld wird bestellt, etwas Neues entsteht. Und Zeiten des Leidens, die schaffen etwas Neues in uns, das, was Neues entstehen kann. Ich denke, das Leben, was wir hier haben, ist ein Übungsfeld. Ich weiß nicht, wie viele Jahre ihr schon hier so auf dieser Erde seid, aber es ist ein Übungsfeld. Ja? Und alles, was wir hier tun, das zielt eigentlich darauf hin, auf die Ewigkeit hin.
wie wir die Ewigkeit verbringen werden, wo wir die Ewigkeit verbringen werden, mit wem wir die Ewigkeit verbringen werden. Alles das, was wir hier tun, ist ein Übungsfeld. Und unser Ziel ist es doch, in die Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott hineinzukommen. Und das wollen wir hier erleben. Wir erleben es hier ansatzweise, bruchstückhaft, aber wir dürfen es schon erleben, Vorgeschmack. Aber wenn uns Jesus abholt eines Tages, ich weiß nicht, wann es ist, aber wenn er uns abholt, dann haben wir das Ziel erreicht. Dann sind wir dort, wo Gott uns haben möchte. Und jetzt überleg mal, was denkst du? Was erwartet dich, wenn du hier die Augen schließt und sie dann im Himmel wieder öffnest? Was erwartet dich dort? So die jungen Leute, weiß nicht, ob ihr schon mal Gedanken gemacht habt. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe mir dann noch nicht so viele Gedanken drüber gemacht, ja, weil ich lebe im Jetzt. Ja, das haben wir auch heute schon gehört. Wir leben jetzt und das ist auch gut. Aber sollte mich das nicht mal beschäftigen? Wer von euch geht dieses Jahr in Urlaub? Alle Urlaub abgesagt. Also ein paar machen es trotzdem sehr gut. Wir haben es auch noch vor. Wir wissen noch nicht, ob es klappt. Aber wenn man in Urlaub geht, da guckt man sich doch an, wo gehe ich denn hin? Ja, dann gucke ich mir einen Prospekt an. Was gibt es da? Ja, Sehenswürdigkeiten, was erwartet mich? Und so. Vielleicht macht ihr es anders. Vielleicht geht ihr einfach irgendwo hin und sagt, ich packe mal zwei Koffer für gutes und schlechtes Wetter. Aber diese Reise, die uns bevorsteht, die Reise in die Ewigkeit hinein. Hey, lass uns mal Gedanken darüber machen, was uns erwartet. Ja? In der Bibel heißt es, es wird Gott ein neues Jerusalem, wird beschrieben als eine goldene Stadt, was Gott macht. Das ist eine Offenbarung, können wir das lesen. Ja, ein neues Jerusalem, goldene Stadt, die Hütte Gottes bei uns Menschen. Ja, und da stehen so schöne Sachen drin, was uns dort erwartet. Und es ist auch eigentlich was Schönes. Jetzt wollte ich noch, um das etwas aufzulockern, diese ganze Sache, habe ich eine CD mitgebracht. Die haben wir von lieben Freunden geschenkt bekommen. Heißt, ich bin ein Königskind. Und da hat unsere Tochter, die hat da jetzt ein neues Lieblingslied von dieser CD. Eben das Königskind heißt es. Und das wollte ich euch mal kurz vorsingen, wenn es klappt. Oder zumindest nur einen Teil davon. Genau, und das geht nämlich so. Mein Vater ist ein König, der Größte, den es gibt, der Gott, der uns gemacht hat und jeden Menschen liebt. Alle, die ihm glauben, lädt er dazu ein, Prinzessin oder Prinz in seinem Reich zu sein. Also das singt unsere Tochter jetzt immer so im Wohnzimmer, stellt euch vor, sie singt das jetzt. Und dann kommt die Bridge und die ist nämlich auch, also wenn man denkt, krass, ey, das singt jetzt ein Kind, ja, gut, dass sie noch nicht alles verstehen. Aber dann singt die so in der Bridge. Manchmal wach ich morgens auf und frage mich sofort, holt mich heute Gott nach Haus an diesen schönen Ort? Zeigt er mir sein Königsschloss und meinen Raum darin? Ich freue mich schon, wenn ich bald bei ihm bin. So, also eigentlich auch was Schönes, ja? Wo man sich denkt, krass, oh, aber hey Gott, das erwartet uns, eine goldene Stadt, ein Königsschloss, ja, und da dürfen wir hinkommen. Und Gott bereitet uns was vor. Jesus sagt, ich gehe hin, euch eine Wohnung vorzubereiten. Also da ist halt schon lange dran. Und also da dürfen wir uns drauf freuen. Und deswegen schreibt Paulus auch weiter im Korintherbrief, im 18. Vers, wir richten unseren Blick nämlich nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare ist vergänglich, aber das Unsichtbare ist ewig. Also Paulus fokussiert sich nicht auf das Jetzt, also auf seine Leiden, auf das Schlimme, auf die Nöte, die er alles jetzt auch durchmachen muss. Wenn wir das nämlich tun, dann verlieren wir uns sehr schnell oder kommen sehr schnell in Selbstmitleid hinein, ja, in Verzweiflung, in Resignation, ja, weil wir uns auf uns konzentrieren und auf das, was jetzt gerade so schlimm ist. Aber Paulus macht es uns vor, er sagt, nein, wir richten unseren Blick auf das, was wir jetzt noch nicht sehen können. Er späht in das Unsichtbare hinein, was kommt. Und durch den Glauben an Jesus hat sein Leben eine neue Ausrichtung bekommen. Er sagt an anderer Stelle, was ich früher für wertvoll hielt, das gilt mir jetzt nichts mehr. Das zählt für mich jetzt nicht mehr, was mir früher wert war. Leben ist für mich Christus und Sterben ist mein Gewinn. Amen. Bitte nicht falsch verstehen. Ja, ich möchte keine Lebensverdrossenheit hier euch verkündigen oder eine Todessehnsucht oder so. Also Sehnsucht nach Gott schon, ja. Sehnsucht nach dem, was Gott hat. Aber
Das Leben ist schön. Das Leben, was wir haben, ist ein Geschenk von Gott an uns. Und wir haben in diesem Leben Verantwortung bekommen. Für uns selber, für andere, vielleicht für Kinder. Ja, und wir sind jetzt hier da, um auch da, um das Leben zu gestalten im Jetzt. Aber das Leben ist doch so kurz im Vergleich zur Ewigkeit. Wie hat der Jürgen vorhin in dem Psalm gesagt? Eine Handbreit vor Gott. Ja, ich hatte gedacht, eigentlich das Leben ist wie eine Sekunde am ganzen Tag. Ja, an 24 Stunden eine Sekunde. Und wir konzentrieren uns so oft auf dieses Leben, was wir haben, weil ja, das kennen wir ja. Aber wir vergessen die anderen 23 Stunden, 59 Minuten und so weiter. Oder wisst ihr, wie viele Sekunden ein Tag hat? Ich habe es ausgerechnet. Erik, sehr gut. Ich wusste es. Also 86.400, also 399 sind noch von der einen Sekunde dann noch übrig. Und das ist so die Ewigkeit, ja, die uns erwartet. Und ja, was zählen schon diese Dinge dieser Welt? Hey, wenn wir 90 Jahre alt werden, das ist schon lang, da sind wir schon alt und haben viel erlebt. Aber die Ewigkeit, die Gott für uns vorbereitet hat, kein Anfang und kein Ende. Da ist die Zeit ohne Zeit sozusagen. Und wir konzentrieren uns so oft auf dieses eine Leben und versuchen alles reinzustecken, was es gibt. In diesem Film gibt es eine weitere Szene, die ist jetzt aber schön, die möchte ich euch auch sagen. Und da ist so, da ist dann Paulus, der Lukas hat die Tochter von dem römischen Offizier geheilt und der ist ganz perplex und so. Und dann redet er mit dem Paulus und fragt ihn, hey, warum lebt ihr Christen eigentlich so anders? Was ist eigentlich so Sinn des Lebens? Und dann fragt Paulus oder antwortet Paulus ihm mit einer Gegenfrage und fragt ihn, wart ihr schon mal am Meer segeln? Dann sagt der Offizier, ja. Und dann sagt der Paulus Folgendes, stellt euch vor, wie ihr auf das weite Meer, das vor euch liegt, hinausblickt. Ihr beugt euch hinunter, taucht eine Hand in das Wasser und schöpft es nach oben zu euch. Das Wasser fängt sofort an, euch durch die Finger zu rinnen, bis dass die Hand leer ist. Dieses Wasser verhält sich wie das Leben. Von Geburt an rinnt es kontinuierlich durch unsere Finger hindurch, bis es weg ist. Und mit allem, was uns auf dieser Welt teuer ist, verhält es sich so. Das Königreich, von dem ich spreche, für das ich lebe, ist so wie das restliche Wasser, das vor euch liegt. Der Mensch lebt für diese Handvoll Wasser, das ihm durch die Finger gleitet. Aber jene, die Jesus Christus nachfolgen, leben für die unendliche Weite des Ozeans. Und das wünsche ich mir für mich, für uns, dass wir mit so einem Blick durch unseren Alltag gehen, dass wir auf das schauen, was ewiger ist, auf die unendlichen Weiten des Ozeans. Wenn wir mal in der Bibel nachlesen, da gibt es viele schöne Geschichten, die uns ein Vorbild sein sollen, die uns was zeigen sollen. Und da lesen wir von vielen Männern, Frauen, die diesen Blick auf die Ewigkeit hatten, die uns ein Vorbild darin sind. Und es ist so schön, ich wollte eigentlich meine Predigt war auf den Hebräerbrief fokussiert und dann bin ich irgendwie davon weggekommen, aber ich habe noch ein bisschen was aus dem Hebräerbrief für euch. Da lesen wir ja im Kapitel 11, habt ihr bestimmt auch schon mal gelesen, von solchen Männern und Frauen. Da heißt es, alle diese Menschen glaubten bis zu ihrem Tod, ohne erhalten zu haben, was Gott ihnen versprochen hatte. Doch sie sahen das, was ihnen zugesagt war, von Weitem und freuten sich darauf, denn sie hatten erkannt und bezeugt, dass sie hier auf der Erde nur Gäste und Fremde waren. Aber sie suchten nach einem besseren Ort, einer Heimat im Himmel. Deshalb schämt Gott sich nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt im Himmel gebaut. Hebräer 11, das sind die sogenannten Glaubenshelden, von denen wir dort lesen. Menschen, deren Geschichten wir jetzt lesen, aber deren Geschichten wir in der Ewigkeit noch hören werden, also von denen wir uns noch erzählen werden. Und da hören wir dann so von Abraham, von dem es heißt, der in Zelten wohnte, weil er auf die Stadt wartete, die Gott für ihn bauen wird. Oder lesen wir von Mose, der nicht die vergänglichen Freuden eines Ägypters haben wollte, sondern der lieber mit dem Volk Gottes leiden wollte, weil er auf die Belohnung sah, auf das, was Christus für ihn bereithält. Und all diese Menschen, von denen wir dort lesen, sie haben sich nicht auf ihr irdisches Leben fokussiert. Sie waren auf was anderes ausgerichtet. Ich möchte uns heute ermutigen, dass wir unseren Fokus auch
neu setzen. Dass wir uns auf das fokussieren, was uns erwartet. Dass wir unsere Zeit, unsere Kraft, unsere Gedanken, alles, was wir haben, in was anderes hinein investieren. Wo bauen wir unser Haus? Wo bauen wir unser Haus? Lass uns in die Ewigkeit hinein investieren. Ich denke, ich investiere mich hier schon in diese Zeit. Und das ist auch gut. Ich will jetzt auch nicht sagen, ihr müsst hier gar nichts mehr machen. Ja, also das nicht. Wenn man Kinder hat, ja, man muss sich investieren. Ja, auf jeden Fall. Das ist wichtig. Gott hat uns das gegeben. Wenn man eine Arbeit hat, ja, investiere dich auch da rein. Ja, und was, wenn du sonst Leute hast, die du gerne hast, investiere dich da rein. Aber lass es uns in die Ewigkeit auch hineintun. Ich glaube, ich werde einmal bei Jesus sein. Ich werde die Ewigkeit bei ihm verbringen. Und ich will nicht erst anfangen, wenn ich dort bin, dass ich dann sage, okay, jetzt richte ich mich mal hier ein. Sondern ich will jetzt schon Sachen ansammeln. Jesus sagte mal, diesen bekannten Vers, sagt er, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde. Ja? Denn hier vergeht alles. Sondern sammelt euch Schätze im Himmel, wo nichts vergeht, wo alles in Ewigkeit bestehen bleibt. Und nochmal von dieser CD her, wir bauen mit am Königsschloss. Wir bauen mit am Königsschloss. Und lasst uns doch richtig ein schönes Schloss im Himmel bauen, dass viele Menschen dort Platz finden. Lasst uns damit dem Besten, was wir haben, investieren. Mit Gold, Silber, Edelstein. Ja, gibt es so einen schönen Vers auch im 1. Korinther 9, glaube ich, oder so, wo es heißt, das Feuer am Ende wird offenbaren, womit ihr gebaut habt und so. Ja. Lasst uns das Beste investieren in die Ewigkeit hinein. Und wie können wir das tun? Lass uns einfach weiterleben. Ja, lass uns als Kinder Gottes leben in dieser Welt und lass uns mit ihm in Verbindung sein. Jedes Gebet, was wir sprechen, ich glaube, das wird in der Ewigkeit nachklingen. Jedes gute Wort, was wir einem anderen geben, geht in die Ewigkeit. Jede gute Tat, die wir mit Jesus in Verbindung tun. Und stell dir mal vor, du bist jetzt da angekommen am Ziel deines Lebens. Du sitzt mit den anderen geretteten Gotteskinder da an den Flüssen von dem neuen Jerusalem oder so. Und ihr erzählt euch, ja, wisst ihr noch damals, wie Jesus in unserer Welt gewirkt hat? Und dann erzählt ihr euch vielleicht auch von eurem Leben, was Jesus in deinem Leben getan hat. Jemand Schlaues sagte mal, du musst das Leben vom Ende her betrachten. Wenn wir mittendrin stecken im Trubel, da verlieren wir oft so diesen Fokus. Verlieren wir den Überblick, verlieren wir den Mut, den Elan, versuchen irgendwie durchzukommen. Aber ich komme nochmal zur Frage zurück vom Anfang. Was ist das Ziel deines Lebens? Wo möchtest du hinkommen? Und ich glaube, wir können dorthin. Wir haben einen Kampf, sagt Paulus an einer Stelle, einen Kampf, der uns bevorsteht, einen Wettlauf. Wir stecken da drin, aber es ist möglich. Ja, wir müssen nicht resignieren, uns entmutigen lassen, sondern Gott lockt uns und sagt, komm, du schaffst es schon. Ja? Und dann kommen wir dahin und können vielleicht mit Paulus irgendwann sagen, wie er das im 2. Timotheusbrief sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft, das Ziel erreicht, den Glauben unversehrt bewahrt. Nun liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit. Paulus ist zu der Überzeugung gekommen, er hat sein Ziel erreicht. Er hat den Glauben bewahrt, die Krone der Gerechtigkeit. Jesus gibt ihm diese Krone der Gerechtigkeit. Und ich weiß nicht, wie du in deinem Herzen gerade fühlst, ob du sagst, ja, das habe ich mir heute Morgen auch gedacht, als ich aufgestanden bin. Aber ich wünsche dir das, dass wir das wirklich sagen. Ja, ich bin dabei, ich kämpfe mit Jesus und eigentlich habe ich das Ziel schon fast erreicht. Und die Krone der Gerechtigkeit liegt für mich bereit, die Gott nicht nur Paulus verheißen hat, sondern, wie geht es weiter, allen, die Jesus lieb haben. Also wenn wir einfach dranbleiben, mit Gewissheit und Zuversicht durch das Leben gehen und möchte noch sagen, egal, was heute kommt, womit du heute und die nächste Woche vielleicht beschäftigt bist, was auf dich einströmt, halte deinen Fokus auf das, was Bedeutung hat, auf die Ewigkeit. Auf dieser Erde sind wir Gäste und Fremde. Wir sind hier nicht für ewig. Aber Gott baut uns in der Ewigkeit ein Haus. Lebe ein Leben mit Ewigkeitsperspektive. Lasst uns hier investieren. Und ich lade euch ein, jetzt zum Schluss, lade ich euch ein zu einem kleinen Experiment, das ihr vielleicht aber schon alle auch macht. Und zwar, ich möchte nächste Woche meinen Tag immer mit Gott beginnen,
10 Minuten möchte ich einfach ganz auch aus allem rausgehen, mich ganz auf ihn fokussieren und am Ende vom Tag auch aus allem raus und mich auf ihn fokussieren und einfach dort versuchen, seine Stimme nochmal neu zu hören. In der Stille hinein seine Stimme zu hören. Ich hatte so gesagt, jetzt mal 6 Uhr, 22 Uhr, das wären so gute Zeiten für mich. Vielleicht sieht es bei dir anders aus, du musst um 5 Uhr auf der Arbeit sein, wie auch immer. Überleg einfach mal, dich neu auf Gott ausrichten, seine Stimme hören. Ich glaube, es ist wie ein Radio, wenn wir unseren Sender einstellen, dass wir so die Stimme Gottes hören. Die Zeit ist ein Geschenk, nutzen wir das Geschenk so gut wir können. Jede Sekunde, jeder Augenblick ist ein Geschenk Gottes an dich. Und du entscheidest, was du damit anfängst. Und wenn du mitmachen willst, ich überlege, vielleicht mache ich noch in der Bibel-App, kann man so Lesepläne erstellen oder machen. Dann können wir zusammen einen Leseplan machen, da haben wir wenigstens auch was zu lesen in der Zeit. Genau, und jetzt bin ich schon fertig, würde gerne am Ende mit uns noch beten. Und wir haben das so uns eigentlich überlegt, wenn wir zusammen beten, dann möchten wir gerne den Mundschutz aufziehen, weil dann verbreiten wir ja ganz viel, wie heißt es, Aerosole oder so. Genau, und deswegen wollen wir das tun. Und wir haben schon das Vaterunser gebetet, das wollte ich auch. Jetzt haben wir es schon. Jetzt habe ich gedacht, hey, lass uns zusammen den Psalm 23 beten. Ja, weil der ist nämlich auch richtig cool. Und ja, starten wir den. Und wenn der fertig ist, der Psalm 23, dann sehen wir hier noch ein Segenslied zum Abschluss.